Vizen werden startklar gemacht. Startpunkt der Mittwochstouren ist wie immer das Kastell in Goch. Die Bahn wollten wir immer schon einmal stoppen. Du darfst doch nicht allein auf die Straße. Jetzt aber ab zur Mama. Hier sehen wir den Sperlingswalzer, eigens für uns aufgeführt. Nach dem Zwischenstopp geht es jetzt weiter in Richtung Walbeck. Wir überqueren den Niers-Maas-Kanal bei Twisteden. Hier sehen wir die ersten Spargelfelder von Walbeck. Mit diesem Werkzeug wird der Spargel gestochen. I don't care what it will learn, 'cause I'm
außer Spargel gibt es auch noch Blumen in Walbeck. Nikolauskirche in Walbeck. Ja, wir stehen hier vom Portal von Schloss Walbeck, einem der älteren Herrensitze hier am Niederrhein, 1346 erstmals urkundlich erwähnt. Sie sehen hier die Hauptburg, die tatsächlich auf diesen alten Fundamenten steht und nach dem letzten großen Brand 1836 originalgetreu wieder aufgebaut wurde. Ursprünglich war die Herrlichkeit Walbeck eine Trutzburg der Bauern hier in der Umgebung gegen die einfallenden Nordmannen, die über die Maas und die damals noch schiffbaren Niers mit ihren furchterregenden Drachenbooten hier kamen und plünderten. Und nach entstand das feste Haus und blieb im Besitz der Familie von Walbeck. Und dann durch Einheirat ging das Haus an die Schenken von Niedecken, die aus der Eifel kamen und hier die Trutzburg richtig ausbauten und von vorbeiziehenden Händlern Schutzzölle erpressten, sich im Dreißigjährigen Krieg wechselseitig verdingten, bis irgendwann auch dadurch die Familie ausgelöscht war. Wir fahren weiter zur Stepprather Mühle. Eine Kaffeepause zwischen Kuchen und Spargel. So, ich nehme auch so ein Päckchen.